Einen schönen guten Abend. Ich begrüße Sie und euch zu einer weiteren Veranstaltung in der Veranstaltungsreihe quer durch Europa, politische Ein- und Aussichten. Heute geht es um das Thema Migration, Europa zwischen Flüchtlingsabwehr und Integration. Soweit die allgemeine Überschrift. Mein Name ist Petra Pau. Ich bin Bundestagsabgeordneter der Fraktion Die Linke. Im Übrigen darf ich schon seit 20 Jahren insbesondere im Bereich Bürgerrechte und Demokratie arbeiten. Meine Pro-Themen sind Bürgerrechte und Demokratie. Meine Kontrathemen sind Rechtsextremismus, Rassismus und Antisemitismus. Und ich bin gebeten worden, heute Abend das ein bisschen zu moderieren oder die Debatte erstmal anzuregen. Aber so wie ich sowohl die Diskutanten hier auf dem Podium kenne, als auch den einen oder die andere hier im Saal, wird das auch so ganz gut ergehen. Hier vorne auf dem Podium finden wir Katina Schubert. Seit 2016 ist sie Landesvorsitzende der Partei Die Linke in Berlin. Und als Mitglied des Abgeordnetenhauses in der Fraktion der Linken flüchtlingspolitische Sprecherin. Sie studierte in Bonn an der Friedrich-Wilhelms-Universität Politik, Soziologie und Volkswirtschaft. Und bereits von 1996 bis 1998 war sie als Ausländerinnenbeauftragte der damaligen PDS-Bundestagsgruppe mit Fragen der Migration befasst. Und ich erinnere mich an gemeinsame Erlebnisse und Diskussionen in der Zeit zwischen 1998 und 2002, als es um die Entwicklung von Eckpunkten zur Einwanderungspolitik der PDS ging, die dann sogar auf einem Parteitag diskutiert wurde. Auf der Linken von mir aus gesehen, Martina Michels. Sie war von 1991 bis 2013 ebenfalls Mitglied des Abgeordnetenhauses von Berlin. Dort ab 2001 Vorsitzende des Ausschusses für Europa- und Bundesangelegenheiten. Seit 2013 ist sie Mitglied des Europäischen Parlaments, natürlich auch über die Listen der Linkspartei dorthin gewählt. Sie ist dort Mitglied des Parlamentarischen Ausschusses EU-Türkei. Bereits nach ihrem Studium der Philosophie war sie ab 1985 im Ministerium für Gesundheitswesen der DDR mit dem Bereich der internationalen Zusammenarbeit betraut. Ihr Arbeitsmotto lautet europäisch denken und lokal handeln. Neben mir sitzt Robert Liebscher. Ich begrüße ihn besonders herzlich hier auf dem Podium. Er studiert derzeit Cultural Engineering, was immer das ist, aber vielleicht erfahren wir das im Laufe des Abends auch noch, an der EVGU Magdeburg und war... Das war die OVG. Das Otto von Guericke, also nicht Otto von Guericke. Dann ist das auch gleich übersetzt an die Otto von Guericke Universität. Haben wir so viele Universitäten? In Magdeburg und war 2016... Und ich denke, deshalb ist man auch darauf gekommen, Sie heute zu bitten, mir mit herzukommen. Das erste Mal als Aktivist auf Lesbos. Seitdem ist er in verschiedensten Kulturprojekten ehrenamtlich aktiv und versucht dort insbesondere integrative Aspekte der Willkommenskultur zu etablieren. Zum EU-Türkei-Deal war er auf Lesbos und bekam dort die geopolitischen Auswirkungen dieser Vereinbarung hautnah mit, kann uns also heute aus erster Hand sicherlich hier berichten. So viel zur Vorstellung. Ein Hinweis, die Veranstaltung wird gefilmt. Dieses Video soll später auf dem YouTube-Kanal von Martina Michels veröffentlicht werden. Es werden Fotos gemacht, vorzugsweise vom Podium hier vorn. Das heißt, wer auch seinen Hinterkopf gegebenenfalls nicht auf einem später veröffentlichten Foto sehen möchte, mache das bitte deutlich. Die Fotografen werden das berücksichtigen. Ich gehe ansonsten davon aus, dass wir also jetzt nicht in
das Publikum hineinbild fotografieren. Sollte jemand das Bedürfnis haben zu fotografieren, sollte er sich einfach versichern, dass niemand gegen seinen Willen abgelichtet wird und dann gegebenenfalls im weltweiten Netz landet. Ich sehe jetzt erstmal niemanden, der deshalb die Flucht ergreift. Und deshalb würde ich vorschlagen, dass wir erst einmal hier vorn mit dem Gespräch beginnen. Sollte Sie etwas besonders drängen, sich einzumischen, merken Sie sich. Sie können sich auch schon mal bemerkbar machen, aber wir machen erstmal hier vorn eine Runde und dann schauen wir, wie wir in die Debatte kommen. Wir haben uns vorgestellt, dass wir so gegen 19.30 Uhr höchstwahrscheinlich alles gesagt haben, was wir uns sagen wollen und gegebenenfalls auch an die Öffentlichkeit bringen wollen. Sollte noch viel Debattenbedarf übrig sein, haben wir immer noch die Chance, entweder noch etwas zu verlängern oder auch bilateral oder in kleineren Gruppen hinterher außerhalb der öffentlichen Aufzeichnung miteinander zu reden. Ich will jetzt gar nicht auf die aktuellsten innenpolitischen Eruptionen und Debatten und Ausläufer beispielsweise des CDU-internen Wahlkampfes eingehen. Ich glaube, das würde die beteiligten Personen nicht nur zu wichtig machen, sondern das hilft uns bei den großen Fragen, die auf der Tagesordnung stehen, auch nicht weiter. Ich wende mich als erstes an Martina Michels. Die EU-Grenzen werden weiter zu Hochsicherheitsgrenzen gegen Geflüchtete ausgebaut. Zehntausende Menschen sind bereits gestorben, insbesondere im Mittelmeer ertrunken. Schutzsuchende sollen in angeblich sichere Drittstaaten außerhalb der EU zurückgewiesen werden. Übrigens am Montag gibt es dazu im Deutschen Bundestag die nächste Anhörung. Da geht es vor allen Dingen um die Maghreb-Staaten und schon Ende nächster Woche sollen im Bundestag die entsprechenden Beschlüsse gefasst werden. In Italien ging nun eine weitere rechtspopulistische Partei aus den jüngsten Wahlen als Wahlsieger hervor und verschärfte den Diskurs auch in der daraus erwachsenen Verantwortung erneut. Welche Chancen siehst du überhaupt noch für Menschen in Not, sicher und legal nach Europa zu kommen, Asyl zu suchen, beziehungsweise auf anderer Grundlage? Da geht im öffentlichen Diskurs auch recht viel durcheinander, wenn man über Geflüchtete, Asyl, das Asylrecht und anderes redet. Und wie realistisch sind überhaupt gesamteuropäische Lösungen im Sinne der Genfer Flüchtlingskonvention? Also eine Lageeinschätzung aus deiner Sicht und die Schwerpunkte, die aus deiner Sicht hier anstehen, oder auch Chancen, vielleicht auch, notfalls nachher auch in der zweiten Runde, was erwartest du, wie sich auch die gesellschaftspolitische Linke, aber auch die parteipolitische Linke an dieser Stelle nicht nur positionieren sollte, sondern vor allen Dingen um entsprechende Mehrheiten bringen sollte? Okay, also die Lage, die hast du ja schon, glaube ich, in den Hauptpunkten beschrieben. Ich glaube, man muss zuerst festhalten, dass wir in einer Situation agieren und in einer Situation sind, in der praktisch nur noch Handelsschiffe unterwegs sind und Grenzschutzboote von Frontex. Wir wissen alle, dass Ende 2016 das Seenotrettungsprogramm Mare Nostrum eingestellt wurde, was einen, glaube ich, sehr wichtigen Bestandteil auch der humanen Flüchtlingspolitik ausgemacht hat. Die Mehrheiten waren anders und wir kennen alle die Situation, dass die Flüchtenden, die auf Lampedusa landeten, darunter litten, dass im Grunde genommen jahrelang, kann man sagen, die Europäische Union zugeschaut hat, wie sozusagen ausgenutzt wurde die Festlegung, dass die Aufnahme von Flüchtlingen in den Ländern zu erfolgen hat, in denen die Flüchtlinge zuerst anlanden.
Das hat zu einer Situation geführt, dass wir immer wieder die Widersprüche oder die Erklärungen von Italien, die bis zum Schluss sagten, also wir machen die Sache jetzt nicht mehr mit, wenn dort nicht ein Umdenken einsetzt. Was also mit der jetzigen Situation, mit der wir umgehen, dass wir das Seenotrettungsprogramm nicht mehr haben, ist, dass wir nicht nur begrenzte Rettungsmöglichkeiten haben, sondern im Grunde genommen auch überhaupt keinen Überblick mehr. Wer macht sich wann wo auf den Weg? Es ist, glaube ich, völlig richtig, dass du angesprochen hast, dass wir nicht nur auf die Länder, auf die Flüchtlingsströme über das Mittelmeer gucken, sondern auch gleichzeitig im Blick haben müssen die sogenannte Drittstaatenlösung, wo sozusagen die Europäische Union in Verhandlungen mit, ich sag mal, Mali und Niger steht. Du hast die Diskussion, die ja jetzt auch nochmal aktuell Fahrtwind aufnimmt, über die sogenannten sicheren Drittstaaten angesprochen. Und das führt dazu, dass inzwischen schon nicht mehr nur über das Mittelmeer die Flüchtlingsströme ziehen, sondern die extreme akute Situation vor allen Dingen über die Wüste, über die Verhältnisse dort sich dramatisch verstärken. Was auch damit zusammenhängt, glaube ich, da auch dort haben wir kaum Überblicke. Was aber darauf hindeutet, dass wir, wenn ich das jetzt mal gleich mit einflechten darf, gerade auch als Linke aufgerufen sind, unsere Flüchtlingspolitik, unsere Friedenspolitik ein bisschen weiter zu erweitern, dass also Fragen des Klimawandels, Fragen der Dürrekatastrophen, Fragen der Hungersnot längst auch schon zu Flucht- und Vertreibungsursachen geworden sind. Und deswegen ärgert mich immer, dass wir, wenn wir als Linke über Friedenspolitik reden, leider gerade die Fragen des Klimawandels einfach immer den Grünen überlassen, beziehungsweise sie nicht mit der Frage von Krieg, Vertreibung und Kriegen verbinden. Wir kommen sicherlich noch auf den EU-Türkei-Deal zu sprechen, den ich als einen weiteren Schlüsselpunkt betrachten würde, aber zum Auftakt vielleicht noch so viel. Die Europäische Union, weil du nach Lösungen gesucht hast, leidet ja unter einer extremen Struktur, die es schwer macht, übersichtlich und transparent Ross und Reiter zu nennen. Wir haben im Frühjahr diesen Jahres im Europäischen Parlament die sogenannte Dublin-IV-Verordnung mit großer Mehrheit angenommen, im Grunde genommen nur gegen die Stimmen der extremen Rechte. Selbst wir als Linke haben dieser Verordnung zugestimmt, weil wir wollten, dass endlich ein Paket, mal ein konkreter Vorschlag auf dem Tisch liegt, der alle Fragen, die heute bilateral zwischen Seehofer und Österreich oder mit anderen Ländern bilateral versucht werden zu klären, also die Fragen des Familiennachzugs, die Frage einer solidarischen Verantwortung für die Aufnahme von Flüchtlingen von allen Mitgliedstaaten, wo Sonderregelungen für Jugendliche vorkommen und. Diese neue Dublin-IV-Verordnung, die ist beschlossen worden im Europäischen Parlament und wird seitdem im Grunde genommen verschwiegen, beziehungsweise liegt auf Eis im Europäischen Rat, wo die Staats- und Regierungschefs sich ja regelmäßig treffen, auch Frau Merkel. Die ist nicht mal zur Kenntnis genommen worden. Und die Krönung ist, dass sie auch in den Medien kaum eine Rolle spielt. Und da haben wir im Grunde genommen das Dilemma, dass wir, selbst wenn wir politische Mehrheiten zustande kriegen im Europäischen Rat, aber nationale Regierungen im Verbund
in der Lage sind, über den Europäischen Rat solche Lösungen zu blockieren bzw. auszubremsen. Und ich finde, wenn man über die Zukunft Europas nachdenkt, muss man auch darüber nachdenken, wie das sein kann, dass sozusagen nationale Regierungen einfach diesen Vorschlag nicht zur Kenntnis nehmen und in der Hochzeit sich sogar Seehofer und Merkel hier den Krieg, der ja fast bis zur Auflösung der Großen Koalition geführt hat, geliefert haben, während gleichzeitig eigentlich Vorschläge auf dem Tisch liegen und lagen. Und ich finde deshalb einmal mehr, es ist unheimlich wichtig, dass wir in die Politik, wer erledigt eigentlich was in Europa, wie weit können politische Mehrheiten im Europäischen Parlament, aber dann auch mit der Frage, gibt es eine Möglichkeit, auch die Staats- und Regierungschefs zum Jagen zu tragen. Das schützt nur Transparenz davor, und da würde ich mir wünschen, dass wir auch als Linke viel offener gucken, was dort in Europa passiert, weil, das wäre dann mein letzter abschließender Satz, weil die Vision, die sie zum Beispiel Frau Merkel vor Augen hat, die hat sie vor einer Woche im Europäischen Parlament in Straßburg ja deutlich gemacht, die einzige Antwort, die bisher als Zukunftsvision von den Konservativen vertreten wird, ist Abschottung. Ist die Schaffung einer echten europäischen Armee, wie es Frau Merkel sagte. Und da ist nicht die Frage der europäischen Armee das Übel, sondern das Übel ist, dass die natürlich im Verbund mit der NATO gesehen wird. Und ich finde, das ist zu wenig. Und deshalb, wenn wir es nicht schaffen, dringend eine Europäische Union oder eine Vision einer Europäischen Union zu denken, die sich wirklich auch als Solidargemeinschaft versteht, also als ein solidarisches Miteinander von Mitgliedstaaten, dann wird es immer dabei bleiben, dass Orban in Ungarn, dass die polnische Regierung auf jeden einzelnen Vorschlag, der da auf dem Tisch liegt, mit Nein antworten und wir dann im Grunde genommen immer nur zur Kenntnis nehmen müssen, dass wir auf dem Schlauch stehen und keine vernünftigen Lösungen zustande kommen. Vielleicht erstmal so viel als Angebot. Danke, vielleicht können wir später trotzdem nochmal den Inhalt dieser Schlussfassung ganz kurz umreißen und das dann spiegeln mit dem, was national oder gar auf Landesebene damit passiert oder eben auch gar nicht passiert, inwieweit wir das hier in unserer inneren Debatte überhaupt zur Kenntnis nehmen. Aber ich würde als erstes jetzt mich doch an Robert Liebscher nochmal wenden und ihn auch bitten, aus seiner Sicht und damit auch aus Sicht der Menschen, die beispielsweise auf Lesbos im Moment gestrandet sind, die Situation zu beschreiben, dass Geflüchteten oder die Einrichtungen, Lager, war mal angelegt auf 3000 Menschen, die in Lesbos dort untergebracht werden sollten. Mittlerweile, nach dem, was mir zugetragen wurde, leben dort rund 9000 Menschen, wahrscheinlich Tendenz steigend. Und mich interessiert einfach, nicht nur mich, sondern uns alle hier, Ihre Lageeinschätzung, nicht nur mit Blick auf Lesbos und die Lebensbedingungen dort, sondern natürlich auch, was die Rückwirkungen zu dem, was Martina Michels gerade beschrieben hat, beziehungsweise was wir auch an Debatten hier haben oder sie in ihren Zusammenhängen. Ja, hört man das so oder muss ich es erst anmachen? ja, die Lage auf Lesbos. Es ist sehr erdrückend, immer wieder so als Aktivist dorthin zu gehen und für sich immer nur zu merken, okay, ich bin ja eigentlich erstmal bloß der Tropfen auf dem heißen Stein und also für mich war immer dieser strukturelle Rassismus, der halt dort sozusagen auch durch das EU-Türkei-Abkommen damals halt eben geschaffen wurde, halt das, was so prekär ist an der Situation. Also die Leute müssen halt auf Lesbos mittlerweile aufgrund einer Local Restriction, die irgendwann von der griechischen Regierung halt dann
gemacht wurde, soweit ich weiß. Also ich bin nicht so versiert auch in den in verschiedensten Abkommen. Aber auf jeden Fall müssen Leute dort ihre Asylverfahren durchlaufen. Und das große Problem ist, dass sie halt einfach humanitär überhaupt nicht versorgt werden. Also der Staat oder die EU nimmt in diesem Fall halt ihre Verantwortung überhaupt nicht gerecht. Also dieses Camp ist, wie gesagt, ein ehemaliges Gefängnis, was halt umfunktioniert wurde. Und ja, wie gesagt, über 9000 Menschen leben da. Es ist immer sehr schwankend. Ich habe jetzt heute erst einen Artikel wieder gelesen, wo der griechische Migrationsminister gesagt hat, dass sie zum Ende des Jahres 6000 Leute aufs Festland bringen wollen, um halt eben das Gröbste oder Schlimmste halt zu vermeiden. Vor im Winter 2017 sind, glaube ich, auch bei Schneefällen Menschen erfroren in diesem Camp. Und ja, also ich glaube, es ist ein sehr komplexes Problem. Und zum einen ist es halt eben diese humanitäre Versorgung, dass halt irgendwie, wie gesagt, Moria als Institution sowohl die gesundheitliche Versorgung dieser Menschen dort stattfindet, als auch die juristische Betreuung mit Anwälten, die eingesetzt werden, und sozusagen die Befragung der Fälle. Das heißt, wenn man sozusagen als Geflüchteter es von der Türkei schafft und nicht von der türkischen Küstenwache sozusagen abgefangen wird und wieder zurück in die Türkei gebracht wird, dann nach Lesbos es schafft, dann muss man halt erstmal sein erstes Interview abliefern, wo man so seine Identität feststellt, also die normale Asylverfahren hat. Und das ist aufgrund dessen, dass halt so viele Menschen dort sind und die Struktur so schwach ist, zieht sich das halt mittlerweile bis zu 2,5 Jahre. Also es gibt Leute, Freunde von mir, mit Geflüchteten, mit denen ich gearbeitet habe, die halt seit 2,5 Jahren dort festsitzen und halt seitdem auch grundlegend halt in ihren Rechten nicht geachtet werden. In meiner Zeit, wo ich jetzt in den letzten 4 Monaten, also ich war jetzt Anfang des Jahres, von Anfang April bis Anfang Mitte Juli auf der Insel und habe mich halt vor allem mit einem Kollektiv für 500 Leute, die in Mytilini wohnen, das ist die Hauptstadt, das ist quasi nicht direkt Moria, und gekocht und nachts nach Boden Ausschau gehalten, sozusagen, falls Menschen in Seenot geraten. Und halt nebenbei im Einzelfall gekümmert. Das heißt auch, dass zum Beispiel medizinischer Zugang irgendwie für Leute, die halt akute Fälle sind und halt total schweren Zugang überhaupt bekommen. Also das sind so grundlegende, erstmal dieses Humanitäre ist das eine und dann zum anderen halt auch diese sicheren Herkunftscenter, die halt eben deklariert wurden. Also man, so real gesehen, hat eigentlich bloß noch Syrer halt eben eine Chance, hier das Recht auf Asyl dort zu bekommen oder beziehungsweise weiterzukommen. Dadurch folgt dann natürlich auch irgendwo so ein Kreislauf von Kriminalität, wo Handel mit gefälschten Papieren, dann werden wieder Leute irgendwie aufgrund dessen kriminalisiert, und es ist so ein großer Kreislauf, wo halt auch Leute, die ja eigentlich, weil sie zum Beispiel irgendwie aus dem Iran kommen und eine andere sexuelle Orientierung haben, gar keinen, also was ein krasser Fluchtgrund ist, aber der halt eben überhaupt nicht mehr aufgrund der Struktur des Systems, wie halt eben diese Asylverfahren halt eben angegangen werden, halt überhaupt nicht mehr die Chance bekommt, halt eben weiterzukommen. Und auch wenn man sich mal vor, sozusagen, in das Camp begibt, das habe ich einmal gemacht, um einem Freund zu helfen, der halt eben registriert werden musste, dann merkt man auch erstmal, dass es total, also es gibt keine Chance auf ein faires Asylverfahren. Also dort stehen dann am Morgen um 7 Uhr ungefähr 300 bis 400 Leute schätzungsweise vor einem dreifachen Zaun zu dieser Asylbehörde und alle versuchen sie ihre Anträge und Papiere durch so einen Zaun durchzustecken, wo halt 3 Beamte hinterstehen, die halt versuchen, die Termine, die halt auf dieses Datum datiert sind, sozusagen entgegenzunehmen, aber meistens sind es halt viel zu viele. Das heißt, wenn dann zum Beispiel jemand seinen Termin für ein Interview nicht hat, dann hat er wieder eine Wartezeit von 5, 6 Monaten. Und das sind dann halt immer so Prozesse in den Einzelfällen, das sind erstmal diese großen Nummern, die sowieso total erdrückend sind. Ich meine, Sie haben es ja schon erwähnt, es ist für 3000 Leute ausgelegt und es sind teilweise in den letzten Jahren halt eben nicht nur 9000 gewesen, sondern 12.000. Und wie gesagt, da versagt die komplette Abwasseranlage. Also die Leute leben im Dreck. Und ja, das sind auf jeden Fall an sich erstmal sehr schlimme Umstände. Sonst
Es ist immer sehr schwierig, irgendwie das so auf den Punkt zu bringen, weil, wie gesagt, die Problemlage sehr komplex ist. Ich versuche kurz einen Abschlusssatz für dies zu finden. Ja, es ist, glaube ich, der strukturelle Rassismus, der halt irgendwie aufgrund, dass Menschen aufgrund von Nationalität andere Aspekte des Lebens gar nicht mehr berücksichtigt werden, die halt wesentlich zwingend wichtig sind für ein Asyl hier in Europa. Und was halt nicht gewährleistet ist, dass halt aufgrund dieser, dass sie auf dieser Insel gefangen sind und auch nicht weiter können oder irgendwie anderen Zugang zu einem fairen Verfahren haben, hier keine Zuflucht finden können, obwohl sie es definitiv verdient hätten. Was natürlich in jedem Fall den von Martina Michel schon zitierten Beschlüssen des Europäischen Parlaments und Anforderungen an eine europäische Politik entgegensteht. Ich will jetzt in der ersten Runde auch Katina das Wort geben. Sie wollen auch erstmal mit einer Einschätzung oder Situationsbeschreibung. Ich würde jetzt nicht ganz so weit zurückgehen wie an die Anfänge unserer Debatten, sondern würde mal das Jahr 2015 als Zäsur sowohl bundesweit, aber natürlich auch mit Blick, wir sind hier in Berlin und sind, oder Katina ist eine in Berlin Verantwortung tragende Politikerin, auch auf Berlin noch mal schauen. Der Umgang ist sowohl mit dem Asylrecht als auch mit der Genfer Flüchtlingskonvention, mit allen Verpflichtungen, die daraus entsprechend entspringen, ist sehr, sehr gegensätzlich, um es mal vorsichtig zu beschreiben, wenn wir uns die nationale Politik ansehen, aber natürlich auch ansehen, wie die unterschiedlich politisch gefärbten auch Landesregierungen und auch kommunalen Verantwortungsträger in dem Rahmen, den sie haben, auch bewegen. Wir haben einerseits natürlich die erstarkte gesellschaftspolitische Rechte, die inzwischen auch in Fraktions- und Parteiformationen entsprechend unterwegs ist, beziehungsweise inzwischen auch in allen Landesparlamenten vertreten ist, im Deutschen Bundestag und schon ein bisschen länger in unterschiedlichsten Organisationsformen im Europäischen Parlament, die sich an einer homogenen Volksidee orientieren. Das konnte man die ganze Woche in der Haushaltsdebatte des Deutschen Bundestages besichtigen, in jeder Debatte, egal um welches Thema es ging, und gleichzeitig auch auf nationale Abschottung setzen. Wir haben andererseits die politischen Organisationen, Gruppierungen, die ich jetzt mal unter der Überschrift neoliberal orientiert zusammenfassen würde, die allein nicht die Bedarfe des Arbeitsmarktes, wenn sie denn überhaupt Veränderungsbedarf sehen, zugrunde legen und nach ökonomischen Nützlichkeitskriterien all ihre politischen Aktionen und Entscheidungen ausrichten. Und wir haben Debatten in der gesellschaftspolitischen Linken wie auch in der parteipolitischen Linken. Und neben den Debatten haben wir aber reales politisches Handeln im Rahmen von bestehenden Gesetzen, aber natürlich auch in Ermessensspielräumen. Ich weiß, dass ich jetzt ein Feld aufgemacht habe, das würde reichen für mein zweistündiges Referat von Katina, wie sie auf diesen unterschiedlichen Feldern die Lage einschätzt, aber damit hat sie dann auch die Chance, für sich zu entscheiden, welchen Schwerpunkt sie zur Lageeinschätzung, aber auch zur Beschreibung der Probleme, um die wir uns kümmern müssen, jetzt setzt. Das war jetzt in der Tat eine sehr große Spannungsbogen, den du aufgemacht hast. Ich würde gerne nochmal auf das zurückkommen, was Robert gesagt hat, über diese zur Situation in Lesbos, und das, weil sie ist ja auch ein Ausdruck von einer bestimmten Politik, die in der EU in Sachen Flüchtlingspolitik betrieben wird. Und da komme ich dann auch wieder zurück zur Bundesregierung. Die Bundesregierung betreibt seit den 90er Jahren eine Politik des Outsourcing, des Versuchs, Flucht und Migration möglichst an den Grenzen der Europäischen Union enden zu lassen, um es gar nicht erst nach Deutschland reinzukommen. Das begann irgendwie in den 90er Jahren mit dem Schengener Abkommen und ist dann auch zur Logik der EU-Asylpolitik gemacht.
geworden. Und mit der Grundgesetzänderung 93, als dann die sicheren Herkunftsstaaten, die sicheren Drittstaaten ins Grundgesetz eingefügt worden sind, hat sich die Bundesrepublik Deutschland eine Situation geschaffen, dass es eigentlich kaum mehr möglich ist, für Geflüchtete legal in die Bundesrepublik einzureisen und dann auch einen Antrag auf Asyl oder auf Schutz zu stellen. Das ist irgendwie unser größtes Problem, was wir haben. Und das führt dann dazu, dass dann diejenigen EU-Staaten, die an der Außengrenze sind, die Aufgabe haben und zugewiesen bekommen, sozusagen für die Abwehr zu sorgen. Und das bis zum Teil äußerster Brutalität. Also man muss nicht nur nach Lesbos gehen, nach Moria, wo die Verhältnisse unsäglich sind. Man kann irgendwie nach Ungarn, an die ungarisch-serbische Grenze gehen, an die kroatisch-bosnische Grenze. Überall, wo es im Moment Migrationsrouten gibt und der Flüchtlinge haben ja nicht aufgehört abzuhauen aus Krieg und Verfolgung, völlig zu Recht, sieht man im Moment, dass die Abschottung der Europäischen Union immer größer wird. So, und das ist ein Problem, was wir letztendlich auch nur europäisch lösen können, aber gleichzeitig es darum geht, die nationalen Regierungen in die Pflicht zu nehmen. Deswegen ist das, was da im Moment in der CDU passiert, das, was Seehofer an Politik betreibt, verheerend im Hinblick darauf, dass es eine gemeinsame Asylpolitik, eine gemeinsame Flüchtlingspolitik im Sinne des Refugee Welcome gibt, dass wir dann betreiben die Abschottung immer weiter und sie zwingen dann eben auch die Staaten mit Außengrenzen zu einer Politik, die zum Beispiel im Falle von Griechen dann überhaupt nicht deren eigenen Wünschen entspricht. Also ich hatte die Chance, mit einer Delegation von Amtskolleginnen von mir sozusagen aus den zwei anderen Regierungsländern der Linken, also aus Brandenburg und Thüringen, nach Griechenland teilzunehmen, wo wir unter anderem auch mit dem Migrationsminister von Griechenland sprechen konnten und mit vielen anderen der Syriza und sie immer wieder auch auf diese Situation angesprochen haben. Wie kann das sein, dass eine linke Regierung eine solche Situation duldet, dass 9000 Menschen in einem Lager für 3000 sind? Warum gibt es überhaupt diese entsetzlichen Lager? Und es handelt sich natürlich um EU-Hotspots, von der EU eingerichtet, von der EU Syriza abverlangt oder der griechischen Regierung abverlangt. Jetzt gibt es ja sicherlich auch Spielräume, das nochmal besser zu machen. Auch mit dem Willen und mit dem Wunsch, Bilder zu produzieren, die abschrecken. Und wenn man sich anguckt, was im Moment der BMI für eine Kampagne fährt mit der Rückkehr, was sie vorher für Kampagnen gerade auch auf Facebook gefahren haben, vor allen Dingen in Westbalkanstaaten, man kommt nicht nach Deutschland, weil hier werdet ihr sofort wieder abgeschoben, sieht man, dass diese Abschottungspolitik auf sehr vielen Ebenen stattfindet und eben auch sehr subtil oder auch sehr brutal auf Kosten der geflüchteten Menschen. Und in Griechenland kommt jetzt hinzu auch noch diese Kriminalisierungsstrategie von Aktivistinnen und Aktivisten. Also wir haben ja auch eine Berliner Aktivistin, die im Moment seit 3 Monaten in Griechenland im Knast sitzt. Und zusammen mit anderen, die auch alle drei auf Lesbos gearbeitet haben. Und dann unter dem Vorwand oder unter der Anklage, sie werden Spionage betreiben und Schleusung betreiben und was weiß Teufel nicht alles, also absurde Vorwürfe, seit über 3 Monaten jetzt da in Haft gehalten werden. Und da man in Griechenland bis zu 18 Monate in U-Haft bleiben kann, ist völlig unklar, wann die da rauskommen. Also das ist eine wirklich dramatische Situation. Also insofern glaube ich, muss es für uns sozusagen als gesellschaftliche Linke und auch natürlich als Partei darum gehen, das, was da passiert, immer wieder öffentlich zu machen, das irgendwie auch deutlich zu machen und gleichzeitig dafür zu sorgen, dass diese Bewegung der Humanität und wir haben ja wirklich so eine gleichzeitige Entwicklung im Moment. Auf der einen Seite verschiebt sich der Diskurs nach rechts in vielen europäischen Ländern und auf der anderen Seite entstehen neue Bewegungen, neue Entwicklungen. Unteilbar war für mich, also die Demo war für mich so ein Zeichen dafür, dass es eben auch diesen Aufbruch von links gibt, der sagte, wir wollen das auch nicht so stehen lassen. Und ich glaube, man muss das immer wieder deutlich machen und auch immer wieder deutlich machen, was an diesen Migrationsrouten passiert. Und da gibt es viele Menschen, die vielleicht sich selber gar nicht mal als links einschätzen, aber als Christinnen oder Jüdinnen oder Muslime, die sagen, das widerspricht völlig unserem Bild, wie wir wollen, dass mit Menschen umgegangen wird. Deswegen ist das auch so extrem wichtig, dass ihr als Aktivistinnen und Aktivisten auch immer wieder berichtet, wie es da ist und auch immer wieder Medien dafür gewinnt, das auch deutlich zu machen, um da den Druck zu erhöhen, dass das aufhört und dass das möglichst schnell aufhört.
Und dass es auch gelingt, die Regierungen innerhalb der EU, die sich ja nur jeglicher Flüchtlingsaufnahme verweigern, jeglicher gemeinsamen Politik verweigern, da auch in die gemeinsame Verantwortung zu zwingen. Weil es kann natürlich eigentlich nicht sein, dass dann irgendwie Tschechien und Slowenien und die Slowakei und Ungarn sowieso mitteilen, wir nehmen aber Polen, wir nehmen aber keine Flüchtlinge, ist euer Problem. Das funktioniert so nicht, wenn man sagt, es gibt einen gemeinsamen europäischen Raum und eine gemeinsame europäische Verantwortung. Aber das heißt dann eben auch, dass die Bundesrepublik Deutschland als bevölkerungsreichster und wirtschaftsreichster Staat da mit gutem Beispiel vorangehen muss und nicht selber irgendwie sich versuchen sozusagen als ich habe da immer so, dass er als Spinne im Netz in der Mitte sich einzuigeln und zu sagen, klärt das Problem mal, es ist nicht unseres. Das funktioniert eben auch nicht und deswegen brauchen wir eine gemeinsame europäische Politik und brauchen eine starke linke Bewegung, die auch ins Parlament getragen wird, ins Europaparlament, aber auch eben in die nationalen Parlamente, um damit aufzuhören. Was ergeben sich für Spielräume hier vor Ort und in Berlin und auf der Bundesebene sowie auf der Landesebene? Die Anforderungen an die Bundesebene habe ich ja eben gesagt. Ich fürchte nur, mit dieser großen Koalition werden wir da nicht viel stark machen können. Und wenn man sich jetzt diesen CDU-internen Wahlkampf anschaut, machen sie ja das Gleiche, was andere auch schon als Fehler gemacht haben. Die AfD setzt die Themen und sie vollziehen sie nach und versuchen sie praktisch zu praktischer Politik zu machen. Damit macht man die AfD nicht schwach. Damit schleift man das Grundrecht auf Asyl irgendwie bis auf seine Grundfesten. Da ist dann letztendlich gar nichts mehr übrig. Und man hält eine gesellschaftliche Stimmung aufrecht, in der geflüchtete Menschen die Sündenböcke sind. Die Projektionsfläche für alles, was irgendwie angeblich nicht funktioniert in dieser Gesellschaft. Und schürt diese Verteilungskämpfe, die es gibt, diese Konkurrenzkämpfe, diesen strukturellen Rassismus, wie du gesagt hast, schürt den einfach immer weiter an. Und deswegen muss auch diese Bundesregierung weg. Und je schneller, desto besser. Und wir müssen dafür sorgen, dass es einen gesellschaftlichen Kontrakurs gibt und einen Kontradiskurs, um das zu beenden. Auf Landesebene sind die Spielräume da nicht so wahnsinnig groß, weil die Bundesgesetze und auch die europäischen Vorgaben gelten eben in jedem Bundesland gleichermaßen. Und deswegen sind die Spielräume da gegeben, wo es sozusagen Umsetzungsspielräume gibt. Also zu sagen, wir werden hier kein Ankerzentrum einrichten, das fällt aus für Berlin. Findet der BMI schon blöd, aber haben wir schon mitgeteilt. Aber es geht eben auch darum, Zeichen zu setzen. Und Berlin war das erste Bundesland, was als die Lifeline damals im Mittelmeer kreuzte und nirgendwo in einen Hafen durfte, erklärt hat, hallo Welt, hallo Seehofer, wir sind bereit aufzunehmen. Wir sind bereit, Flüchtlinge aufzunehmen. Und in dem Moment kam ja so eine Kettenreaktion zustande. Dann zog dann Schleswig-Holstein nach, dann zog Brandenburg nach. Hinterher waren 7 Bundesländer, die gesagt haben, wir sind bereit aufzunehmen, sodass Seehofer sich dem nicht mehr entgegenstellen konnte. Was er allerdings bis heute geschafft hat, ist es trotzdem nicht zu tun. Die Flüchtlinge der Lifeline sitzen immer noch in Malta. Das heißt, dieser Druck muss auch weiter aufrechterhalten werden. Da kann so ein Land wie Berlin natürlich auch Zeichen setzen. Und daran arbeiten wir weiter. Wir arbeiten weiter daran, Abschiebungen nach Möglichkeit zu verhindern, im Wissen darum, dass wir nicht alle verhindern können, weil da ist die Bundesgesetzgebung eben sehr klar. Aber wir haben die Abschiebezahlen deutlich reduzieren können, seitdem der neue Senat in Amt und Würden ist. Wir können daran arbeiten, dass wir einen sehr schnellen Zugang in gesellschaftliche Strukturen für geflüchtete Menschen schaffen. Also jeder, der hier ankommt, hat ein Recht auf einen Sprachkurs. Das gefällt der Bundesregierung auch überhaupt nicht. Die versuchen das auch zu verhindern. Während das Bundesamt für Migrations- und Flüchtlingsfragen sagt, ja, Sprachkurse nur für die, die eine Aufenthaltsperspektive haben. Für alle anderen gibt es alles nichts. Und alle anderen sollen auch möglichst in irgendeinem Lager wohnen und keine Perspektive haben auf gesellschaftliche Integration. Und wir alle wissen, dass diese Verfahren ewig lang dauern. Also das kann dann auch sein, dass man dann 2 Jahre ohne jegliche Integrationsperspektive irgendwo ist, was dann in vielen Bundesländern so ist. In Berlin ist das nicht so. Alle bekommen sofort einen Zugang zu Sprachkursen. Alle Kinder haben das Recht auf Beschulung. Ganz egal, ob sie illegal hier sind, ob sie in einem prekären Aufenthaltsstatus sind oder ob sie auch schon anerkannt sind. Alle Kinder dürfen zur Schule gehen. Das ist eine zentral wichtige Geschichte, weil sie damit auch es schaffen, dann sich eine eigenständige Perspektive hier aufzubauen.
Also solche Möglichkeiten haben wir auf Landesebene, aber wir kriegen natürlich, kommen an den Bundesgesetzen nicht vorbei. Also das, da kommen wir nicht dran vorbei, wir können sie nur kreativ auslegen und diese kreative Auslegung wird immer wieder versucht zu machen. Gleichzeitig haben wir natürlich hier auch ernsthafte Probleme. Also wir würden gerne integratives Wohnen für alle machen. Wir haben aber das Problem, dass wir nicht ausreichend bezahlbaren Wohnraum haben. Und deswegen setzen wir im Moment auf eine Doppelstrategie. Sowohl Wohnungen nach Flüchtlingsbaurecht zu bauen, wo dann erstmal nur in Anführungsstrichen geflüchtete Menschen wohnen dürfen. Und gleichzeitig mehr bezahlbaren Wohnraum zu schaffen und diese Wohnungen, wo jetzt Flüchtlinge dann wohnen, dem allgemeinen Wohnungsmarkt wieder zuzuführen. Aber wichtig ist, dass wir wegkommen von den Lagern, dass wir wegkommen von den Notunterkünften, dass es vernünftige Wohnungen gibt, weil auch nur so kann man überhaupt einen Weg finden, sich in der Gesellschaft anzukommen, wenn man auch ein Dach über dem Kopf hat und ein Zuhause hat und auch mal die Tür hinter sich zumachen kann und selber bestimmen kann, was möchte ich essen, was möchte ich kochen, mit wem möchte ich mich treffen und möchte ich über Nacht Damenbesuch haben oder Herrenbesuch. Das geht ja auch sonst keinen an. Das geht aber nicht, wenn man irgendwie in einer Jugendherberge wohnt. Ja, das mit den Spielräumen kann ich nur bemildern. Ich habe Anfang September das sogenannte Ankerzentrum in Bayern besucht. Und auf meine Frage zum Thema Schulpflicht und Unterricht erklärte mir ganz stolz der Landrat, dass sie immerhin, also in Bayern andersrum, in Bayern wurde erstmal für das Bundesland für 6 Monate für jedes ankommende Kind die Schulpflicht ausgesetzt. Haben die Kinder frei, ist super. Ja, ganz einfach. So, dann habe ich das schon mal kritisch hinterfragt. Wohl wissen, wie wir das hier in Berlin bei allen Problemen, die es gibt, entsprechend Plätze und alles zu finden und das zu organisieren haben. So, und dann habe ich gefragt, ja, was ist nach 6 Monaten? In welche Schulen gehen denn diese Kinder hier? Naja, dann erklären die mir, ja, das machen wir hier. Und zwar jahrgangsübergreifend. Das heißt, wenn wir in dieser Woche mehrere Deutschlehrerinnen haben, dann gibt es eben viel Deutsch für alle, die jetzt zur Schule gehen dürfen. Und da haben wir jemanden, der Mathematik kann, dann gibt es Mathematik. Und haben wir noch irgendwas anderes, dann gibt es das. Also es gibt kein Curriculum, es gibt da keine Regeln, also nichts, was mit der normalen Schule zu tun hat. Und wir wissen alle, da geht es ja nicht nur um Wissensvermittlung, da geht es um soziale Kompetenzen, da geht es darum, dass man natürlich auch mit Gleichaltrigen aus unterschiedlichsten Bereichen in irgendeiner Weise in Beziehung kommt. Genau das passiert nicht. Und deshalb, bei allem, was man manchmal ja auch kritisch anmerkt, ich bin richtig froh, dass ich hier in Berlin lebe und dass Berlin in dem Fall auch die Landesregierung sagt, mit uns nicht. Hier von wegen Ankerzentrum und den ganzen Implikationen, die Horst Seehofer und andere sich erträumen, sondern wir machen das unter diesen Bedingungen anders. Ich würde trotzdem jetzt nochmal zum Robert Liebscher zurückkommen und ihn nach dem, was wir jetzt in der ersten Runde gehört haben, nach seinen Forderungen an politische Entscheidungsträger in Europa, im Bund, aber natürlich soweit, dass da ist auch natürlich in Landesverantwortung, auch jenseits der Frage, ob man sich links, rechts oder wie auch immer geografisch verortet in der politischen Landschaft, nach diesen, Mindestforderungen, Sofortforderungen fragen. Und dann würde ich beiden Genossen hier vorne die Möglichkeit geben, an dieser Stelle sich dann auch nicht nur dazu zu positionieren, sondern vielleicht auch deutlich zu machen, woran bestimmte Dinge scheitern oder was in der Debatte ist. Politische Forderungen, die man als Aktivist irgendwie stellt. Also erstmal halt auf jeden Fall einen menschenwürdigen Umgang und irgendwie auch das klar weiter zu fokussieren. Ich meine, das ist auch, glaube ich, in den letzten oder in den Beiträgen von den Rednerinnen bewusst geworden, dass das halt eine Riesenaufgabe ist und dass letztendlich die allgemeine politische Stimmung irgendwie in die andere Richtung geht, aber halt erstmal zu sagen, okay, Camps wie Moria, das sind keine Möglichkeiten, wie man mit Menschen umgehen sollte oder beziehungsweise in welche Situation man sie bringen sollte, einfach weil jegliches Grundrecht dort halt einfach aufgrund der Struktur missachtet wird. Und gerade in dieser Griechenland-Türkei-EU-Türkei-Beziehung halt eben auf jeden Fall für mich
dass halt eben dieses Abkommen, was halt nicht funktionabel ist oft. Also es ist ja nicht mal, dass es irgendwie, also hat eine gute Intention zu sagen, okay, wir wollen illegale Migration bzw. Schmuggler, die halt eben sich nicht um die Menschenleben kümmern, die, ob sie da drüben ankommen auf der anderen Seite oder nicht, dass man die halt bekämpft. Das ist halt schon mal eine gute Intention, aber es ist halt nicht funktionabel. Und dass man halt irgendwie das nicht über eine Kapitalausgleichszahlung sozusagen an die Türkei regelt und die Verantwortung noch weiter abschiebt als halt eben auf Griechenland, sondern halt eben sagt, okay, das waren jetzt 2,5 Jahre, letztendlich sind immer noch viele Menschen angekommen, die Situation hat sich eher verschlechtert als verbessert in Griechenland, zumindest auf den Inseln. Und ja, dass man halt einfach sichere Einreisewege irgendwo schafft. Und ich finde, das ist, also ich habe da irgendwie viel mal bei den Nachtschichten drüber nachgedacht, diese Logik, dass ich halt einfach als weißer privilegierter Deutscher mit meinem Pass da an den Hafen an die Fähre gehen kann, 15 Euro zahle und nach Eiberlik rüberfahre und kein bisschen mehr Sorgen über mein Leben machen muss und andere Menschen, die halt eben vor Krieg fliehen und vor Verfolgung, dass die halt einfach dann, also ich weiß nicht, also man fragt ab und zu mal, ja, wie viel hast du bezahlen müssen für deine Überfahrt, so. Im letzten Monat war es immer zwischen 600 und 800 Euro umgerechnet. Und was da halt einfach auch an Kapital in den Schwarzmarkt fließt, wo man halt überhaupt nicht weiß, wo das Geld hingeht. Was halt eben viel, also so von der Logik her, wenn man halt eben das sicherer und legal macht und halt irgendwie Konzepte entwickelt, zu sagen, okay, ja, ihr seid noch nicht in Europa, ihr wollt nach Europa, in der Türkei ist die Lage für Geflüchtete auf jeden Fall noch wesentlich schlechter. Dass man halt sagt, okay, wir müssen uns solidarisieren mit diesen Menschen und wie schaffen wir es, dass sie halt nicht mehr in diese Boote steigen müssen? Klar, mit Kooperationspartnern wie Libyen ist es natürlich nochmal schwieriger, weil halt eben, wen hast du, also ich glaube, war vor einem Jahr in Brüssel und durfte da den Frontex-Chef hören und er einfach vor dem Parlament stand und meinte, ich habe keinen Ansprechpartner, mit dem ich verhandeln kann. Und klar, da gestaltet sich das echt schwierig, aber das sind halt irgendwie Prozesse, die halt fokussiert werden müssen, damit halt eben dieses Massensterben im Mittelmeer aufhört. Und dann natürlich auch irgendwo diese aufhören NGOs und Menschen, die solidarisch sind und einfach Freizeit und Kraft und Energie da reinstecken, halt eben diesen Ausgleich, den der Staat halt nicht schafft zu bewältigen, halt eben unabhängig und selbst strukturiert zu beheben und irgendwie Projekte zu starten, dass diese Leute aufgehört werden zu kriminalisieren. Und ja, vor allem auch gerade, man hat es ja auch in den letzten Monaten immer wieder öfter gehört, wie Italien da die Mittelmeerroute dicht gemacht hat. Und ja, es ist sehr, also das sind so, glaube ich, so die drei wesentlichen Punkte. Und vor allem, dass man halt, es wurde auch irgendwie schon anfangs, oder irgendwie zwischendurch, sich Deutschland und zentral gelegene europäische Mitgliedstaaten endlich mal halt eben sagen, okay, ja, wir haben hier unsere Verantwortung gegenüber den südeuropäischen Staaten echt nicht ernst genommen und wie gesagt, dass halt eben da die Umverteilung und halt eben gerechter wird innerhalb von Europa. Das sind, glaube ich, so die grundlegenden Sachen, weil letztendlich Griechenland, was halt ein total strukturschwaches Land ist, und auch gerade durch die Finanzkrise halt einfach immer noch gucken muss, okay, wie können wir halt wieder vorankommen als Gemeinschaft. Mit diesem Problem Migration und auf den Inseln und ich meine auch in Athen sind die, wenn man sich mal die Geschichten anhört, was dort passiert, wie dort die Strukturen sind, ist es Chaos so. Und dann, dass das halt einfach bewältigt wird, das sind so die wesentlichen Punkte. Aber das bleibt auf jeden Fall ein langer, langer Prozess und ja, bin sehr gespannt, was da als Antwort kommt. Martina, magst du anfangen? Also einschließlich vielleicht auch das Stichwort Türkei-Deal nochmal aufnimmt? Ja, ich glaube, das Stichwort Türkei-Deal ist wirklich ein wichtiges Stichwort, weil für mich ist die Frage dieses Deals eigentlich der Dreh- und Angelpunkt, an dem man verfehlte europäische Flüchtlingspolitik so besonders durchschaubar machen kann. Dieser Deal ist ja, alle denken immer, der ist so ein Abkommen oder der ist so ein unter vielleicht irgendwo in einem Gremium beschlossen worden.
der ist im Grunde genommen nichts weiter als eine Ratsmitteilung, wo sich, und da muss man eben, wir müssen aufhören, immer in diesem Denken sein, die da oben in Brüssel, die alles falsch machen und ansonsten alles aus der Verantwortung lassen. Frau Merkel unter anderem ist an dem Türkei-Deal aber so was von beteiligt und verantwortlich, wo im Grunde genommen in einer Ratssitzung sich die Staats- und Regierungschefs darauf geeinigt haben, wie kriegen wir das Flüchtlingsproblem insofern gelöst, als dass wir den Flüchtlingsstrom irgendwie zurückdrängen können. Und da sind die auf die Idee gekommen, dass man mit der Türkei, weil eben solche Länder wie Griechenland, Italien gesagt haben, also entschuldigt mal, wir sind hier diejenigen, die die Kastanien für euch aus dem Feuer holen, aber so geht es nicht mehr. Und sowohl Griechenland als auch Italien zum Beispiel oder auch Spanien, also die Anrainerstaaten, aber du hast auch gesagt, man kann da auch genauso in andere Länder noch gucken, überflutet wurden jetzt mal, wenn man diese Wort mal, und allein gelassen wurden mit diesen Strömen. Und die Europäische Union im Grunde genommen jetzt überlegt hat, wie kriegen wir das hin, dass wir sozusagen die Flüchtlinge wieder zurückdrängen können. So ist der Türkei-Deal entstanden, indem man auf Erdogan zukam, weil die Türkei ein Land war und auch noch ist, in dem ja große Flüchtlingsströme angekommen sind und selber damit auch umgehen musste. Das bleibt auch immer anerkannt, muss man auch ganz deutlich sagen. Fies wie Erdogan agiert, aber die Frage, was auch die Türkei dort zu bewältigen hat, kann man nicht einfach vom Tisch wischen. Der Haken an der Sache war, dass in diesem EU-Türkei-Deal, der da lautete, also wir nehmen aus Griechenland, weil ja natürlich zwischen Türkei und Griechenland die kürzeste Verbindung war, wir nehmen euch die aus Griechenland, die Flüchtlinge unter bestimmten Bedingungen wieder zurück. Man glaubte, dass man darüber den entscheidenden Deal erreicht hat. Und der Preis, den man dazu zu zahlen bereit war, waren auf der einen Seite Milliarden, die berühmten Milliardenpakete an Geld, die man dafür bereitgestellt hat. Und auf der anderen Seite aber auch die Koppelung, und da liegt für meine Begriffe wirklich, also wo ich denke, haben die da überhaupt in der Nacht noch nachgedacht, die Kopplung, dass der Türkei darüber versprochen wurde, wir sorgen dafür, dass für euch die Visa-Liberalisierung und die Zollunion kommt. Die und dieser Türkei-Deal, um es wirklich auf den Punkt zu bringen, vollkommen vorbei am Europäischen Parlament. Wir sind nicht ein einziges Mal weder gefragt worden noch informiert worden, sondern haben genauso wie ihr im Deutschen Bundestag oder wie auch im auf Landesebene davon Kenntnis gebracht worden. Und dort ist von Staats- und Regierungschefs was versprochen worden, was überhaupt nicht einzuhalten war, weil über Visa-Liberalisierung und Zollunion, das sind Gesetzessachen, natürlich das Europäische Parlament befragt werden muss und auch das Europäische Parlament entscheidet. Mit diesem EU-Türkei-Deal, den ich sah deswegen Dreh- und Angelpunkt, weil ich finde, mit diesem Deal hat sich Europa, die Europäische Union, in die Abhängigkeit eines Diktators gegeben, der von Stund an nichts anderes zu tun hatte, als zu sagen, okay, der Preis ist hoch, wir können auch anders, wir schicken euch hier alle wieder nach Europa zurück, wenn ihr nicht macht, was wir wollen, sprich Zollunion, Visa-Liberalisierung, da sind wir bis heute unter Druck und haben Gott sei Dank im Europäischen Parlament aber andere Mehrheiten, die da immer noch dagegen stehen und sagen, also solange Menschenrechte mit Füßen getreten werden, Medienfreiheit nicht eingehalten werden, die Opposition unterdrückt, Sie kennen das alles, sind wir nicht bereit, über weitere Forderungen von Erdogan einzugehen. Wir wissen alle, bisher sind, und der Preis, den man sozusagen Erdogan auch noch klammerendlich dabei zu zahlen bereit war, der
immateriell ist, ist, dass man sagt, oh, guck mal nicht so genau hin. Wir kennen ja alle die, die Spiele in der Auseinandersetzung mit Erdogan, wo man immer sagt, also wann, wie weit darf dieser Mensch denn nur noch gehen von den Verhaftungen und den Menschenrechten und Medienfreiheitsrechten, die mit Füßen treten. Der Preis ist also wegschauen und Rechtsstaatsbrüche, die einfach so hingenommen wurden. Jetzt wird die Situation immer dramatischer, auch in der Türkei, wo ich glaube, inzwischen kommt man nicht mehr daran vorbei, dass auch Verantwortliche deutlich sagen müssen, so ist die Situation nicht mehr hinnehmbar. Und man hat der letzte Beschluss im Europäischen Parlament oder in der Europäischen Kommission in dem Falle war, dass wir gesagt haben, wir streichen viel zu spät dieser Beschluss, wir streichen 70 Millionen Euro aus den sogenannten Heranführungshilfen als Beitrittsland für die Europäische Union und stellen dieses Geld zukünftig für die Ausführung der für Projekte der Migration zur Verfügung. Wir kennen alle den Bericht des Rechnungshofs, des Europäischen Rechnungshofs, der sich jetzt auch mit den Zuständen in der Türkei mit Flüchtlingslagern befasst. Ich persönlich war mit meinem Team mehrfach in der Türkei, wenn es um die Fragen der jesidischen Flüchtlinge geht oder auch anderer Flüchtlingslager, die zum Teil alle auch schon gar nicht mehr existieren, sondern aus Angst vor Verfolgung selbst in den Lagern vor der türkischen Polizei oder sowas sind viele von diesen Flüchtlingen untergetaucht in der Bevölkerung, sodass auch dort, sage ich mal, eine dramatische Flüchtlingssituation entsteht. Und ich bin froh, dass diese Mittel von Anfang an unabhängig von den Beihilfe, also von den Heranführungsmitteln gehandhabt wurden, die Mittel zur Unterstützung insgesamt. Im ersten Paket 3 Milliarden Euro, jetzt sind nochmal 3 Milliarden Euro beschlossen worden, für die Situation der Flüchtlinge in der Türkei. Das sind alles, glaube ich, Tropfen auf den heißen Stein, aber immerhin, es tut sich was, auch im Umdenken, im Umgang mit Erdogan und seinem Regime, auch im Umdenken mit der Frage, der Flüchtlinge, und da leistet, hat natürlich die Türkei eine Schlüsselrolle schon einfach durch die Grenzen. Ich bin mit vielen deinen Forderungen einverstanden. Ich glaube, man muss auch sagen, diese Situation ist zum Teil, wie ich sie empfinde, auch als bewusste Provokation gewollt. Ich erinnere mich an Diskussionen im Europäischen Parlament, wo man gesagt hat, naja, das ist eine linke Regierung in Griechenland, lass die doch mal auflaufen, um dann sozusagen hinterher feststellen zu können, dass sie unfähig ist. Es sind sowohl personelle als auch materielle Hilfen von der Europäischen Kommission zugesagt worden, die nie eingehalten wurden. Also binnen kurzer Zeit, als man sagte, wir schaffen diese Ankerzentren, diese Hotspots, ist gesagt worden, und jetzt kommen, glaub ein paar tausend Menschen aus der Europäischen Union, die dort an Personal eingestellt wurden, da sind bis heute ein paar hundert überhaupt angekommen, geschweige denn von Mitteln, die bereitgestellt wurden. Also ich wäre da vorsichtig, jetzt nur, du hast es ja angesprochen, Katina, zu sagen, also das passiert nur unter einer linken Regierung. Also auch hier sind die Staaten, die damit umgehen mussten, alleingelassen worden. Bis hin zur Computertechnik, das wirst du ja in Lesbos gesehen haben, die vorsintflutig ist teilweise, wo man also nicht mal in der Lage war, diese Aufnahme so vorzunehmen. Ich glaube, was hilft, viele, viele Vorschläge sind auf dem Tisch. Ich habe die Dublin-IV-Verordnung aus dem Europäischen Parlament schon genannt, was jetzt zu weit führen würde, wenn, das kann man glaube ich auch nachlesen, weil die Beschlüsse sind öffentlich,
was eben wirklich solche Fragen mit Recht auf Sprachbildung, Familienzusammenführung, Sonderrechte für Jugendliche etc. pp., glaube ich, ziemlich viele fortschrittliche Elemente da hat. Was aber viel mehr hilft, ist diese solche Aktionen der Zivilgesellschaft, also sowas wie Unteilbar, sowas wie die Aktion Seebrücke, wo sozusagen der Druck auch auf die Bundesregierung, der Druck auf die politisch Verantwortlichen viel, viel stärker aufgebaut wird. Das ist, glaube ich, ein ganz entscheidender Weg, wie man dahin käme. Und dann natürlich Transparenz, dass wir es nicht zulassen, dass wir hier zum Beispiel so eine Kanzlerin haben, die gehandelt wird als die Europäerin und Miss Europa, die sozusagen sich angeblich einsetzt für eine Zukunft Europas, aber in Wirklichkeit immer kräftig mit am Rad dreht, Stichwort Türkei-Deal und andere Sachen. Da glaube ich, da haben wir schon eine ganze Menge Reserven. Und dann dürfen wir nicht vergessen, dass wir eine große Aufgabe haben, damit will ich dann schließen, wenn wir jetzt im nächsten Jahr Europawahlen haben. Wir haben uns auseinanderzusetzen mit einer ganz starken Rechten in Europa, die genau dieses Thema auch immer wieder aufs Trapez bringen und dazu als Multiplikationsthemen solche Themen wie Bildung, Familienpolitik und so weiter, Medienpolitik benutzen. Und wenn wir es nicht schaffen, diese populistische Herangehensweise, indem man sozusagen die Buhmänner dort aufbaut, die uns alle hier, indem man auch noch unterscheidet jetzt in Deutschland zwischen denen, die uns sozusagen arbeitsmarktpolitisch genehm sind an Migranten und welchen, die so unnütz sind, dass man sie wieder abschieben kann, und das dann noch vermischen mit der Asylfrage, mit dem Recht auf Asyl entsprechend der Menschenrechtskonvention. Wenn wir diese Aufgabe nicht gemeinsam angehen, auch in der gemeinsamen Verantwortung, dann glaube ich, dann braucht man sich auch keine Illusionen machen, mit einem noch weiter rechtsorientierten Europäischen Parlament oder auch den Staats- und Regierungschefs, wenn ich da an Österreich denke, an Polen, an Ungarn, werden wir in dieser Frage progressiv kein Stück weiterkommen. Und ich glaube, da sind wir als Demokraten, als politisch Denkende und Verantwortliche einfach gefragt, mit der Zivilgesellschaft gemeinsam. Und da sind solche Initiativen, wie du sie gemacht hast, also ich meine, du warst ja freiwillig, du hast dich ja freiwillig gemeldet, dorthin zu fahren. Das muss viel mehr in die Öffentlichkeit, als es bisher der Fall war. Und wegschauen hilft da nicht, sondern genau hingucken, auch wenn wir vielfach angegriffen und belächelt werden. Ja, danke. Ich habe jetzt versucht, über meine Erlebnisse als Mitglied des Petitionsausschusses des Bundestages in der Zeit von 2005 bis 2009 bei Auslandsdienstreisen nach Griechenland zu sprechen. Also ganz lange, bevor die Situation, über die wir heute hier reden, eintrat, wo wir auf Tausende obdachlose Geflüchtete trafen, deren völlig legitime Anliegen nicht bearbeitet wurden, beziehungsweise wohin auch die Bundesrepublik schwangere, hochschwangere, schwer kranke Menschen zurückgeschoben hat. Aber das ist jetzt ja nicht meine Aufgabe. Ich will nur Merkposten hier einfach mal stehen lassen, wenn wir nicht alles in dieser Veranstaltung klären. Also ich nehme für mich in Anspruch, ich kenne den Bericht des Europäischen Rechnungshofes nicht. Aber wäre vielleicht ganz, ganz gut, wenn die Eckpunkte in geeigneter Weise auch in die Öffentlichkeit gedrängt werden, so dass wir uns auch auf unseren unterschiedlichen Baustellen, wo wir uns diesen Themen zuwenden, mit diesen Fakten und Argumenten auch mit zu Wort melden können. Ansonsten hat jetzt Katina das Wort. Ja, zu den Forderungen, die er vorgetragen hat, habe ich eigentlich nicht viel zuzufügen. Das ist sozusagen selbsterklärend und ich glaube richtig notwendig. Also was jetzt irgendwie Aufgabe von politischen Parteien ist, auf der europäischen Ebene und auf der Ebene hier der nationalen Regierung ist,
dass wir Initiativen starten müssen. Erstens, dass Seenotrettung kein Verbrechen ist. Also das muss aufhören, dass irgendwie Menschen, Aktivistinnen und Aktivisten, die auf dem Meer unterwegs sind und Geflüchtete versuchen zu retten, dass sie unter Strafe gestellt werden. Der Prozess gegen den Kapitän der Lifeline läuft ja immer noch. Der darf zum Glück immer frei rumlaufen, aber die Kriminalisierungsandrohung ist nach wie vor da. Das führt auch dazu, dass sich viele kleine Schiffe oder auch Handelsschiffe nicht mehr trauen, Geflüchtete aufzunehmen, weil sie erstens Angst haben vor Strafanzeigen und zweitens Angst haben, dass sie die nicht an Land bringen können und dass sie dann mit ihrer Handelsware und den Flüchtlingen irgendwie durchs Mittelmeer kreuzen. Da wird es dann auch zu einer ökonomisch existenziellen Situation, weil wenn die dann, was weiß ich, verderbliche Waren an Bord haben und können nicht landen, dann haben sie ein ernsthaftes Problem. Also dieser Bereich ziviler Seenotrettung und diese Kriminalisierung, das muss aufhören. Und da brauchen wir Initiativen. Ich glaube, im Bundestag gibt es auch schon einen entsprechenden Antrag von unserer Fraktion. Brauchen wir entsprechende Initiativen auch auf der parlamentarischen Ebene, um die Aktivistinnen und Aktivisten, um die Initiativen wie Seebrücke, wie Sea-Watch und andere zu unterstützen. Der nächste Schritt ist dann, wir brauchen endlich sichere Fluchtrouten. Also warum begeben sich Menschen in Schlauchboote auf diese Wahnsinnstour, ob jetzt von Libyen aus oder von über die Flucht Türkei dann Richtung Lesbos? Das sind alles lebensgefährliche Veranstaltungen oder nach Gibraltar. Das sind alles lebensgefährliche Veranstaltungen und das muss aufhören. Und jetzt ja, je kälter es jetzt wird, desto weniger werden jetzt erstmal wieder losfahren. Aber es wird immer noch welche losfahren. Und ich hatte vor vielen Jahren, als die Grenze zwischen Deutschland und Polen noch keine EU-Grenze war, war ich dann mal auf so einem Besuch bei der Bundespolizei und die haben mir dann gezeigt, wie sie die Grenze absichern, entlang der Oder-Neiße-Grenze. Und dann sagte mir ein Bundespolizist, wissen Sie, die Flucht und Fluchtwege, die entwickeln sich wie das Wasser. Sie werden sich immer einen Weg suchen. Das heißt, egal was jetzt irgendwie, ich meine, die EU kauft die libysche Küstenwache. Die kaufen da Schlepperbanden an in Libyen, die sich als Küstenwache ausgeben, um Flüchtlinge abzudrängen, um sie überhaupt daran zu hindern, die Hoheitsgewässer zu verlassen. Und da ist es denen völlig egal, ob die absaufen oder nicht. Da findet irgendwie das, was in der eigentlich der Ethos der Seefahrt inbegriffen ist, dass man niemanden absaufen lässt, das ist denen völlig egal. Und dafür zahlt die EU auch noch. Und das auf Betreiben auch der deutschen Bundesregierung. Deswegen müssen wir das sowohl hier auf der EU-Ebene wie auch auf der nationalen Ebene abstellen. Und es muss sichere Fluchtrouten geben. Und das muss auch Thema sein in diesem Europawahlkampf, weil nur da gibt es gewisse Druckpunkte. Also wann werden Regierende empfindlich? Dann, wenn sie nicht mehr gewählt werden könnten. Und deswegen muss das irgendwie ein wichtiges Thema sein, dass sie das nicht möchten. Ich glaube schon, und das habe ich vorhin schon mal angedeutet, wir brauchen sowas wie eine verbindliche auch Umlagepolitik innerhalb der Europäischen Union. Wenn es denn so ist, dass es bestimmte Länder gibt, die keine Geflüchteten aufnehmen wollen, dann ist es wahrscheinlich auch besser, wenn keine Geflüchteten hinkommen, weil sie werden dort auch nicht vernünftig behandelt. Das muss man einfach auch sehen. Ich glaube, ich möchte als geflüchteter Mensch auch nicht in Ungarn sein, wenn ich da irgendwie befürchten muss, sozusagen regierungsamtliche wie gebrandmarkt und massiv diskriminiert zu werden und wahrscheinlich noch viel krasser, als wir das hier haben. Aber dann muss es sowas wie eine Umlage geben. So, dann müssen eben die EU-Staaten, die nicht bereit sind aufzunehmen, dann müssen sie halt dafür zahlen, dass andere bezahlen. Und es gibt auch so Modelle, Gesine Schwan ist damit gerade unterwegs, aber das ist durchaus auch bei uns schon diskutiert worden und vielleicht diskutieren wir das auch nochmal weiter, die so eine Idee entwickelt hat, naja, warum statten wir nicht jeden geflüchteten Menschen mit so einer Art Investitionspauschale aus? Und in die Kommune, in die er kommt, dann fließt dann auch genau dieses Geld. So. Das könnte dann zum Beispiel für Kommunen, die strukturschwach sind, die nicht mehr viel Kohle haben, die zum Beispiel auch Bevölkerungsschwund haben, durchaus ein Anreiz sein, eine vernünftige, integrationsoffene, auf interkulturelle Öffnung und auf Integration setzende Politik zu machen, weil da können sie, kriegen sie Unterstützung für. Und bei vielen, also wenn wir jetzt uns hier anschauen, viele Kommunen machen wenig, weil sie sowieso keine Kohle haben, weil sie sowieso klamm sind. Andere dagegen tun eine ganze Menge, weil für sie auch geflüchtete Menschen eine Chance sind, überhaupt ihre Gemeinwesen aufrechtzuerhalten.
Mein Lieblingsbeispiel ist das brandenburgische Dorf Golzow. Wer im Osten groß geworden ist, kennt die Kinder von Golzow und die Langzeitstudie über die Kinder an der Schule. Und diese Schule war kurz vor der Schließung, bis geflüchtete Kinder kamen und das überhaupt die Chance eröffnete, diese Schule zu erhalten. Und es gibt jetzt viele Beispiele für kleine Städte, für Dörfer, die zu völlig neuem gemeinsamen Leben gekommen sind, weil eben neue Menschen dazugekommen sind, geflüchtete Menschen. Und weil da plötzlich interkulturelle Öffnung auch funktioniert. Und ich glaube, diese guten Beispiele müssen wir auch stark machen. Um wegzukommen von diesen Bildern, Geflüchtete als Bedrohung, Geflüchtete als Opfer, sondern Geflüchtete als Teile und Mitglieder unserer Gesellschaft, als gleichberechtigte Mitglieder. Diese Bilder müssen wir stark machen. Das ist, glaube ich, total wichtig. Und dann, das ist, glaube ich, auch der einzige Weg, wie man diesem Dauerdiskurs, der von rechts gespielt wird, entgegentreten kann. Also jetzt die Diskussion um den UN-Migrationspakt, das ist so bodenlos. Da geht es überhaupt nicht um Flucht eigentlich. Eigentlich war dieser Pakt gar nicht für Flucht vorgesehen, sondern da ging es irgendwie um Fragen, wie kann man sich auf eine vernünftige humanitäre Einwanderungspolitik verständigen. Was ist dazu notwendig? Mittlerweile steht er nur noch im Kontext der Flucht und die CDU, dem nicht genug spielt, das ganze Spiel mit. Und verschiebt damit weiter diesen Diskurs nach rechts. Und dagegen müssen positive Bilder gesetzt werden und dagegen muss eine Politik des Unteilbar gesetzt werden, des Auseinandersetzung gemeinsam denken und des Aufhörens, dass unterschiedliche Interessen von Menschen, die in schwierigen gesellschaftlichen Lagen sind, die sozusagen unten stehen, auch noch gegeneinander ausgespielt werden. Und das müssen wir hinkriegen als Aktivistinnen und Aktivisten in der gesellschaftlichen Linken, in der humanitären Teil dieser Gesellschaften in Europa. Und wir als Partei haben da natürlich auch eine besondere Verantwortung. Danke. Wie versprochen, wenn es den Wunsch gibt, aus dem Saal sich zu positionieren zu diesen Dingen, oder auch eine Frage noch in den Raum zu stellen, wäre das jetzt möglich? Ich schlage vor, dass wir das dann sammeln und die drei Podiumsteilnehmer dann gegebenenfalls antworten oder sich dazu positionieren. Und ein Stichwort sollte man noch kurz festhalten, und ihr erinnert mich bitte nachher dran, das Thema UN-Migrationspakt. Ich würde gern, weil ja das Video nachher öffentlich wird und anderes und wir tatsächlich öffentlich was dagegen setzen müssen, ganz kurz aus dem Bundestag und zum Agieren einer Partei und auch zu einer Kampagne kurz berichten, damit wir das vielleicht auch öffentlich entlarven, was da im Moment gerade läuft. Das wollte ich aber ganz zum Abschluss machen. Gibt es Vormeldungen? Gleich. Ja, ich habe eine allgemeine Frage, vielleicht habe ich das überhört. Ich wollte nur fragen, ob es momentan einfach Diskussionen über die Strukturen auf Lesbos, zum Beispiel auf den griechischen Inseln, gibt, wie man Strukturen halt fördern kann. Ich war halt selbst da, auch zweimal jetzt schon, und es gibt 3-4 Anwälte auf 9000 Leute. Und also gibt es irgendwelche Strukturen, also Aufbaustrukturen? Also ich war mit Robert da, ich wollte nur... Alles klar, Robert Linkscher sagt, er hätte selbst noch eine Frage. Also wäre ja. Also bei mir wäre es halt einfach nochmal, um auf den Punkt von dir, Martina, zurückzukommen, dass, was du vorhin, das war mir auch schon ein Fakt, den du irgendwann schon mal mir entgegengebracht hast, dass es bloß eine Mitteilung ist vom Europäischen Rat an das Parlament. Mhm. Warum ist das nicht veränderbar? Also warum ist, also ich meine, ich weiß, es gibt Sonderverfügungen, die dieser Rat hat und womit er das durchbringen kann, aber wenn doch ganz klar ist, dass die Situation total unhumanitär ist, nicht vereinbar mit den europäischen Werten ist und halt eben, dass ja halt nicht, also ich empfinde es zumindest als kleiner Bürger der EU, als sehr undemokratisch, halt eben, wenn bloß 28, diese 28 Mitgliedstaaten das einfach so entscheiden über das Parlament, was ich ja eigentlich mit meinem Wahlrecht gewählt habe, das wegentscheiden. Warum kann man das nicht, oder gibt es Möglichkeiten, das irgendwie anzusetzen, zu sagen, hey, dieser Deal und die dadurch entstandenen Umstände auf den Inseln muss gekippt werden, beziehungsweise neue Lösungen eingesetzt werden, und wie kann man das machen? Auf europäische Parlamentarische Ebene. So, ich schaue jetzt noch einmal in den Saal, das ist die letzte Chance, bitte. Ja, ich wollte auch nochmal zu dieser
beschriebenen Dublin IV-Verordnung von diesem Ausschuss für bürgerliche Angelegenheiten und dem Parlament zurückkommen. Der wurde ja zum Teil von Pro Asyl auch kritisiert als ein bisschen bürokratisch und so weiter. Trotzdem wissen wir, es gibt im Moment kein besseres Angebot. Das ist fast so ähnlich wie die Frage von Robert. Ist das jetzt irgendwie ein rechtsfreier Raum? Das interessiert mich wirklich mal. Ich weiß gar nicht, ob Martina das beantworten kann. Wenn so ein Angebot sozusagen vorliegt, ist doch eigentlich normalerweise, würde dann irgendwann so eine Trilogverhandlung beginnen, nochmal über die Verordnung, über die eigentliche Ausgestaltung mit der Kommission und mit dem Rat. Und wenn das jetzt einfach, das liegt jetzt ein Jahr lang rum, so, dann sage ich mir, gibt es jetzt irgendwie zwischen diesen drei EU-Institutionen keine Möglichkeit, das stark zu machen? Oder müssen wir da wirklich mit Druck von außen, mit den Medien irgendwie rein? Ne? Also ich meine, da gab es auch zum Beispiel eine Sache, wo, da haben wir auch schon mal wild drüber diskutiert, auch eine schwierige Sache drin, zum Beispiel diese Überlegung, die jetzt hier schon von Katina auch mit gebracht wurde. Was macht man denn mit den Ländern, die sich irgendwie verweigern? Du hast sozusagen die Umlage vorgeschlagen. Dort drin sind auch ein bisschen wilde Vorschläge, die wir zum Teil anders sehen. Da wurde dann gesagt, ach, da müsste man bei denen einfach mal Regionalmittel kürzen, wenn die sich verweigern, sozusagen Flüchtlinge aufzunehmen, wo man dann sagt, halt. Das wird vielleicht auch Flüchtlingsinitiativen treffen, nur weil Orban sozusagen missbaut, kann man jetzt nicht sozusagen die Regionen bestrafen. Das ist vielleicht nicht so der richtige Weg. Aber kann man ihnen vielleicht Stimmrecht im Rat wegnehmen oder so, gab es mal so als Überlegung von den Linken. Wie kann man denn eigentlich diese Länder mit ihrer Übermacht im Rat zwingen, sozusagen in eine andere, sagen wir mal, eine andere politische Lösung zu gehen? Also die schalten und weiten dann sozusagen. Also ich frage mich irgendwie, ist das jetzt ein rechtsfreier Raum? Die Vorschläge liegen da, die Medien sind irgendwie zu naiv, die aufzunehmen, die Lawine rollt weiter, wir gehen Richtung Europawahl. Wollen wir das Ding jetzt ganz, ganz groß reinschreiben bei uns zum Beispiel in zwei Programme oder so? Also ich weiß es irgendwie nicht, wie geht man eigentlich damit um, solche Vorschläge, die eigentlich da sind, nach vorne zu bringen oder wie diesen, dass Kommunen sich melden, wir wollen aufnehmen oder so. Sagt zum Beispiel, weiß ich auch nicht, bundespolitisch sagt der Deutsche Städtetag zum Beispiel was völlig anderes, als was im Bundestag diskutiert wird oder so. Es gibt ja auch eine Menge Stakeholder, die irgendwie auch mit Migration ganz real beschäftigt sind. Also ich weiß einfach nicht, von welchen Ecken aus wir überall da mal mit dieser Debatte weiterkommen könnten. Gut, die letzte Wortmeldung. Ja. Vielleicht ein kleines Statement oder eine Ergänzung zum Ganzen. Trump wird ja auch häufig kritisiert und auch zu Recht. Und beispielsweise auch von der Bundeskanzlerin, unter anderem zum Mauerbau an der Grenze zu Mexiko, was ich auch vollkommen richtig finde, aber gleichzeitig schweigt sie und sieht sie zu, wie in ganz Europa, beispielsweise in Spanien, Bulgarien, Mazedonien, einfach Zäune errichtet werden und man sich mit einer Boshaftigkeit gegen Geflüchtete abschottet. Ja. Und ich finde, das ist eine Doppelmoral, das ist eine Heuchelei, die darf man so an der Stelle nicht stehen lassen. Gleichzeitig muss man auch betonen, dass wir eine humanitäre Flüchtlingspolitik brauchen, dass wir an der Stelle auch konstruktiv ansetzen müssen, beispielsweise um Fluchtursachen zu bekämpfen, damit Menschen eben nicht mehr gezwungen sind, zu fliehen. Und dazu gehört ganz klar, dass wir beispielsweise eine europäische Friedenspolitik etablieren, dass wir aber auch hingehen und sagen, wir brauchen eine neue europäische Entwicklungspolitik. Diese neue Afrika-Politik der Kanzlerin ist bestimmt ja auch bekannt, wo man versucht, mit privaten Investoren versucht, Entwicklungshilfe zu betreiben. Das funktioniert immer nicht. Es gibt halt viele, viele Ansätze und ich muss an der Stelle sagen, wir können das ganze Problem an der Stelle nur auf europäischer Ebene lösen und darauf sollten wir uns auch als Linke konzentrieren. Ja, ich danke für die Wortmeldung und gebe jetzt in der Reihenfolge Martina, Katina und Robert Liebscher das Wort, wenn Sie es dann wünschen. Also alle Fragen gehören ja irgendwie miteinander im Zusammenhang. Natürlich ist es kein rechtsleerer Raum. Es wäre ja schön, dann hätte man ja einen Angriffspunkt oder so. Ich glaube, was wir nicht machen dürfen, also in dem Verbund, in dem wir Linken auf keinen Fall mitspielen dürfen, ist die einfache Formel: Die da oben in Brüssel sind unfähig, anständige Flüchtlingspolitik zu machen. An der Stelle muss man einfach sagen, und da rede ich mir auch in meiner eigenen Partei oft den Mund fusselig,
es ist auf diese einfache Formel einfach nicht zu bringen, sondern es sind momentan, so wie die Europäische Union verfasst ist, so wie die Strukturen sind, vielfach die nationalen Regierungen, die sozusagen europäische Lösungen blockieren. Es ist die blanke Tatsache. Die will man nicht gerne hören, die will man auch in meiner Partei mitunter von der einen oder anderen Gruppe nicht hören, aber es ist die Tatsache. Weil dieser Beschluss im Europäischen Parlament, der natürlich viele, du hast es beschrieben, auch Ecken und Kanten hat, also es ist kein linkes Dokument, um das jetzt mal deutlich zu sagen, es ist uns an manchen Stellen auch schwer gefallen, dazu zuzustimmen, weil wir uns natürlich in manchen Fragen Lösungen anders bzw. weitergehend vorstellen würden. Aber wir haben ganz ausdrücklich, damit überhaupt mal eine Alternative auf dem Tisch ist, dieser neuen Dublin-IV-Verordnung zugestimmt, weil wir gesagt haben, wir wollen, dass das an die Öffentlichkeit geht, dass es möglich wäre. Der ist deshalb, dieser Beschluss, versackt und wird nicht zur Kenntnis genommen, weil im Europäischen Rat, weil es die Regelung gibt, die ist im Lissabon-Vertrag so geregelt, das Europäische Parlament nur agieren kann im Einvernehmen mit dem Europäischen Rat. Und da liegt für meine Begriffe die Grund, und im Europäischen Rat herrscht Einstimmigkeit. Da liegt meines Erachtens der Grundfehler auch der Hausordnung, die man auch immer wieder entlarven muss. Selbst die Kanzlerin hat inzwischen begriffen, natürlich aus völlig anderen Gründen, weil sie in ihrer Finanzstrategie, in der Strategie der europäischen Verteidigungsarmee, die sie aufbauen will, an dieser Stelle auch nicht weiterkommt, dass man das Prinzip der Einstimmigkeit irgendwie aufheben muss bzw. verändern muss. Aber auch das Prinzip der Einstimmigkeit kannst du nur mit der Einstimmigkeit so wirklich bekämpfen. Und insofern ist es, glaube ich, auch immer wichtig zu gucken und zu sagen, wo ist denn Ross und Reiter? Also ich wünschte mir da viel mehr Power, hier zu Hause in Deutschland, zu entlarven, wie Frau Merkel agiert dort mit ihren Staats- und Regierungschefs. Frau Merkel trifft sich mit Macron und bratzt dann mal schnell so eine französische Lösung vor, wo man schon von vornherein weiß, wenn sie zu ihren weiteren Staats- und Regierungschefs kommt, sagen die no, ganz einfach. Und wer nicht bereit ist, sozusagen, deswegen sagen wir immer, wir müssen die Europäische Union vom Kopf auf die Füße stellen, weiß gar nicht, ob das ein richtiges Bild ist, aber zumindest wirklich echt umdrehen. Da unterscheiden wir uns im Übrigen auch von den Grünen, die diese Frage überhaupt nicht stellen, sondern die der Meinung sind, man kann mit Reformchen mal hier und da die Europäische Union verändern. Wir sind, glaube ich, die Einzigen, momentan erkennbar, die genau den Finger in diese Wunde legen, solange das nicht beseitigt wird, dass wir sozusagen nicht ausgestattet werden als Europäisches Parlament mit einem echten Initiativrecht, wo wir auch wirklich Kontrolle ausüben können, wo wir auch in der Lage sind, andere Strukturen vor uns herzutreiben, wird sich da nicht sehr grundlegend was ändern. Es gibt eine Tendenz, die mich wieder hoffnungsfroh stimmt. Es hat jetzt so viel Wirbel, zumindest im Europäischen Parlament darum gegeben, dass selbst Liberale und Sozialdemokraten total wütend über diese Situation waren, dass der Vorschlag von den Liberalen kam, dass den Europäischen Verfassungsgericht anzuhören oder anzurufen, ja danke, und den Europäischen Rat, Staats- und Regierungschefs, die da drin sind, wegen Untätigkeit und Verschleppung von Lösungen zu verklagen. Das hat jetzt, war zum allerersten Mal, dass ich sowas gehört habe, überhaupt als Vorschlag. Diese Möglichkeit gibt es, die wird natürlich auf die lange Bank geschoben werden, wenn sie dann käme. Und ist jetzt auch erstmal an politischen Mehrheiten gescheitert. Aber
Das sind Möglichkeiten, die, glaube ich, in der Zukunft man durchaus im Kopf haben muss. Und ansonsten hilft wirklich nur, ich sage es immer wieder, Transparenz, indem wir dafür sorgen. Und da möchte ich schon auch eine Partei im Hinterkopf haben oder im Rücken haben, die sich daran beteiligt und sagt, guck doch mal hin und nicht einfach erstmal nur über die Negativsachen diskutiert, die da auch alle natürlich drin stehen, aber die sozusagen dann auch öffentlich macht, dass es sowas gibt und die dann auch deutlich mit den Medien, da steckt man natürlich auch an den Medien, die haben also jede Talkshow hat wochenlang darüber berichtet, wie Seehofer, Merkel und die Regierungs Abtskollegen in Österreich bilaterale Lösungen verhandelt haben. Merkel hat ernst stolz verkündet, wir machen das jetzt bilateral. Und kein Medium hat irgendwie hat darauf Bezug genommen und hat die auch außer Verantwortung gelassen. Und da das die anderen nicht machen, denke ich, müssen wir das machen. Gut, danke. Katina? An mich war es keine Frage. Ja, das ist irgendwie die Frage, ob du noch den Wunsch hast. Ich glaube, ich habe jetzt alles gesagt. Robert Liebscher, die letzte Chance. Nicht. Dann danke ich erstmal allen, die. Was war jetzt mit der Frage, wie man Strukturen auf Lesbos stärken kann? Ach so, ja, natürlich, das wird diskutiert. Aber wie gesagt, das bewegt sich in dem gleichen Rahmen. Wir haben jetzt momentan die Debatte um den mehrjährigen Finanzrahmen. Wo solche Fragen der Öffnung für Regional- und Strukturfonds auch für die Fragen der Migration stärker greifen sollen. Aber wir kommen nicht an politischen Mehrheiten auch im Europäischen Parlament vorbei. Also das Europäische Parlament ist kein Parlament von links. Es agiert anders als der Bundestag, weil wir haben eine völlig andere Zusammenarbeit, weil wir keine Regierungs- und Oppositionsfraktionen haben. Aber trotzdem bleibt es bei politischen Mehrheiten. Aber diskutiert wird es. Es gibt auch ständig Besuche von Parlamentariern, Delegationen in Griechenland, in allen Flüchtlingslagern von Europa. Das ist richtig, aber wie gesagt, wenn das Geld, sagen wir Stichwort Brexit, knapper wird, müssen wir verteidigen, was solidarische Elemente überhaupt noch sind. Und die stehen momentan aufgrund der großen Ziele wie europäische Verteidigungsarmee, Außen- und Sicherheitspolitik, Abschottung, Stärkung Frontex, kostet alles Geld, stehen gerade diese Möglichkeiten für Migration und für die Flüchtlingspolitik auf dem Spiel. Und da heißt es Verbündete suchen im Europäischen Parlament und in den nationalen, auf der nationalen Ebene im Bundestag, damit dort der Druck aufgebaut wird. Ich nehme das Stichwort Transparenz auf. Also so schlimm das schon ist, dass rings um uns herum eine Regierung nach der anderen und auch Gesellschaften zum Thema UN-Migrationspakt umfallen. Die Nachbarin einer Mitarbeiterin in meinem Bundestagsbüro hat meiner Mitarbeiterin eine E-Mail, die ihr in einem Schneeballsystem zugeflogen ist, übergeben mit der Bitte, das ihrer Chefin, also mir, zu zeigen. Das ist ein offensichtlich Mail-Kanal der AfD, wo sie im Moment im Schneeballprinzip versuchen, wie so ein Kettenbrief, wie man das kennt, Leuten zu ihrer Kampagne gegen den UN-Migrationspakt das entsprechende Handwerkszeug an die Hand zu geben. Die Auswirkungen dieser ganzen Veranstaltung spüren wir seit zwei Nächten auch im Deutschen Bundestag, nämlich unser E-Petitionsserver ist krachen gegangen, weil 200.000 Zugriffe gleichzeitig, wenn er sonst 5.000 gleichzeitig hat, bei hochbewegten Debatten, sei es die Hebammenversicherung oder die Vergütung von Studentinnen und Studenten in Praktika, das waren so die Aufreger der letzten Jahre, das hat er nicht durchgehalten. Aber, und ich finde, wir müssen auch deutlich machen, mit welchen Mitteln hier gearbeitet wird. Sie rufen Menschen auf,
sich erstens ein Pamphlet, was in der Jungen Freiheit, ich muss glaube ich diese Zeitung hier nicht weiter vorstellen, erschienen ist und all die Lügen über den Migrationspakt dort entsprechend nochmal auflistet. Also dieses Pamphlet stellen Sie diesen Leuten zur Verfügung und dann sagen Sie so, was musst du jetzt tun, weil dein Leben und deine Lebensgrundlagen werden durch diesen Pakt bedroht. Rufe alle Abgeordneten der Altparteien ihren Sprech an, mähle sie an und wenn du schaffst, besuche sie in ihren Büros und Wahlkreisbüros. Erkläre höflich im Ton, aber in aller Dramatik, dass du bisher ihre Partei gewählt hast und dass du dich in deinen persönlichen Lebensgrundlagen bedroht siehst und die Zukunft deiner Kinder und dass du ihn bittest, ernsthaft darüber nachzudenken, wie die Unterzeichnung dieses UN-Migrationspaktes verhindern kann. Und ansonsten, wenn er das nicht tut, denkst du natürlich darüber nach, in Zukunft die AfD zu wählen. So, und geben Sie bitte diesen Brief weiter an vertrauenswürdige Nachbarinnen und Nachbarn, Verwandte und so weiter. Also, ich glaube sofort, dass das tatsächlich inzwischen weit verbreitet ist. Also ich weiß nicht, wie es bei euch ist im EU-Parlament. Ja. Ich kann nur sagen, seit Anfang September mit steigender Tendenz, also inzwischen bin ich bei so circa 800 E-Mails am Morgen, wenn wir den Hauptaccount abrufen, nur zu diesem Thema, übrigens in dieser Tonart, auch so unter dem Motto, ich stamme aus Ihrem Wahlkreis. Wenn man da mal genauer hinguckt, Krefeld und anderes ist nach wie vor nicht Marzahn, das so. Also das kommt wirklich, wenn ich das hochrechne, dann ist das schon weit über die Bevölkerungszahl in meinem Wahlkreis hinaus, was dort reingekommen ist. Ich will damit eins nur sagen, also nicht wir manipulieren, aber wir müssen Manipulationsversuche genauso transparent und öffentlich machen und da, wo es uns begegnet, auch sagen, was da ist. Hatte da gestern eine kleine Brüllerei mit den Vertretern dieser Partei, auch im Ältestenrat des Bundestages, die dann nämlich erklären, dass die Bundestagsverwaltung die Mitarbeiter zum Beispiel im Petitionsausschuss verhindern, dass der Wille der Bürgerinnen und Bürger und der einzigen noch demokratischen Partei hier unterdrückt wurde, weil der E-Mail-Server mal schnell in die Knie gegangen ist. Also man muss das deutlich machen, sage ich auch, da ich in einer großen Zeitung mit großen Buchstaben jetzt schon die Meldung zum Thema E-Petition ist down gelesen habe. Also tragen Sie es auch ein Stück mit weiter und gleichzeitig nutzen wir alle Möglichkeiten, die wir haben, tatsächlich über die Dinge, die wir heute Abend hier diskutiert haben, zu berichten. An die Mitglieder unserer, meiner Partei, der Linken, aber auch an Interessenten geht hier gleich noch eine Einladung, weil heute Abend fiel schon mehrfach das Stichwort Europawahl im Jahr 2019. Es gibt morgen eine Regionalkonferenz der Bundesländer, hilft mir mal, nicht nur Berlin, Brandenburg, Ostdeutschland. Der ostdeutschen Landesverbände, wo wir uns genau mit den inhaltlichen Herausforderungen nicht nur zu diesem Thema, sondern überhaupt zu den Themen beschäftigen. Und das ist, wie sich das gehört, öffentlich, nicht nur parteiöffentlich, sondern man kann dort auch als Interessierter oder Sympathisant hinkommen. Das Ganze ereignet sich in Neukölln, im Refugio. Und eine Adresse finde ich hier auch gleich noch, falls sie nicht jemand im Kopf hat. Lenaustraße ist das, glaube ich, aber in meinem Kalender steht es auch nicht. Lenaustraße Nummer 3. Genau, Lenaustraße 3 bis 4 in 12147 Berlin. Da kann man die Debatten nicht nur fortsetzen, sondern vielleicht auch, deswegen gehe ich dort unter anderem auch hin und ich weiß zumindest von Katina und Martina, dass wir uns dort auch wiedersehen. Man lernt auch immer noch was dazu. Insofern vielen Dank, dass Sie heute hier waren. Und ich wünsche noch einen schönen Abend und vielleicht sehen wir uns in einer der Nachfolgeveranstaltungen dieser Reihe wieder oder morgen oder an anderen Stellen. Und das Refugio heißt wirklich Refugio, weil es ein integriertes Flüchtlingsprojekt ist. Also es lohnt sich auch schon wegen der Location mal vorbeizuschauen.